So, wer kommt noch dran? Da ist noch ein... Ach, die nimmt sich den komischen Dukaki-Typi vor. Oh, die hat auch so eine Kampfkeule. Die weiß also, wie man eine Kampfkeule schwingt. Gut, hätten wir mal nachfragen können. Aber egal, das kriegen wir auch selber raus. Ich laufe mal hier mal mitten durchs Gebiet, Dukaki-Gräber. Dich... Was war das? Boing, boing, boing. Pom, pom. Die sind aber schon gar nicht so schwach eigentlich. Der hätte zwar ordentlich einstecken müssen, aber was soll's. Hey, Level 8. Mensch, das habe ich mal gar nicht mitbekommen, dass wir hier schon fast vor Level, kurz vor Level 8 waren. Na dann, ist aber super. Ist ja spitze eigentlich. Level 8. Och Mann, du musst natürlich schneller stoßen. Bumm. Bumm. Walzen glatt. Und dang. Das war's. Kriegshammer. Oh. Kriegshammer hört sich aber mal geil an. Stärke 41 bis 63. Präzision 181. Boah, parieren 287. Ach du Schande. Das hört sich auch mal richtig geil an. Also den muss ich mir aufheben. Oh. Dich hebe ich mir auch auf. So, Dukaki-Streit. So ein Streitkolben ist ja geil. Bumm. Bumm. Zack. Und nochmal einen Seelenschnitt hinterher. Und dann war es das auch für dich. Cleona Kettenstiefel. Ja, super. Kettenstiefel können wir aber leider noch nicht tragen. So ein Mist. Mist aber auch. So. Von. An dich machen wir uns mal heim. Ach Mensch, du musst schneller sein. Was ist denn das? Und Gegenangriff. Zack. Diesmal ganz ohne auszuweichen. Pong, 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 pong. Und zang. Das ist kein gültiges Ziel. Ach, ist mir doch egal, ob das kein gültiges Ziel ist. So, da drüben ist Eisen. Das will ich mir erstmal holen. Bevor hier irgendwelche anderen Sachen noch gemacht werden. Erstmal Eisen. Eisen geht vor. Kling und nochmal Eisen. Ich habe echt Schiss, dass uns irgendwelche gleich von hinten anfangen. Ja, berechtigt Schiss. Da ist ja einer ganz in der Nähe. Aber wehe, der stört uns hier. Du kommst nicht zurück, mein Freund. Du bleibst da schön stehen. So. So, ein Dukaki. Arbeiter. Ach, wir nehmen uns hier den Gräber vor. Ach, Mann, die sehen uns alle immer schon. Zong und blocken. Also Gegenangriff meine ich. Wieso sage ich eigentlich ständig blocken? Zack. Ich sage irgendwie ständig blocken. Ich weiß, sag mal, was hat der denn dabei? Kleines Lebenswundermittel. Kleonerstoffhose. Die ist aber auch schlechter als die, die wir anhaben. Bis auf magische Abwehr, aber magisch werden wir sowieso kaum angegriffen. Unrostiges Fußeisen. Naja, was soll's. Jetzt haben wir zwei von diesen kleinen Lebenswundermitteln. So, Dukaki-Arbeiter, mein Freundchen. Hihihihi. Pong. Hat sich umgedreht, aber ne, sonst auch nichts. Und Gegenangriff. Oh, jetzt hat uns irgendjemand gesehen. Oh, der hier. Nein, 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 nein. Oh, das hat der aber meinen rausgehauen. Der ist echt nicht zu unterschätzen, der Typ. Diese blöden Tour sind. Oh nein, rufen ist nicht gut. Rufen ist gar nicht gut. Gegenangriff. Weil wer neben... Wenn rufen ist so eine Fähigkeit, dann ruft er nämlich einfach alle in seiner Nähe, die... ja. Und die kommen dann alle. Dann ruft er sämtliche Dukakis, die irgendwie in einem gewissen Umkreis sind. Wir haben physische Abwehr immerhin erhöht, das heißt, es macht uns das auch relativ einfach. Und Segen der Gesundheit. Unsere TP sind auch erhöht. So. Dann geh da mal hin. Und schnapp dir den. Och Mann, er hat uns auch gesehen. Hier sehen Schnitt einmal bitte. Zack. Und einmal Gegenangriff. Dankeschön. Und zack. Und zack, zack, zack. Ja, Freundchen. Der hat auch so viel dabei. Nochmal Cleona Stoffschuhe. Achso, nochmal? Nee, vorhin war es in die Hose. Ja, die haben wir aber schon an. Mensch.
Aber die hat andere... Ah, die hat andere Bonus-Sachen. Die hat nämlich TP plus 24 und Konzentration plus 1 und Mana plus 33. Ist die Frage, wollen wir ausweichen plus 4 oder TP plus 24? Ich glaube, ausweichen plus 4 ist schon ganz gut. Das ist schon mal ganz in Ordnung. So, wie sieht es jetzt mit den Quests aus hier? Illegaler Holzeinschlag. Ach, haben wir schon 12 von 12. Okay, zu Ort zurück. Ja, machen wir aber später. Eigentlich müssen wir nämlich erstmal jetzt wieder runter zu Pernos, weil wir bei Pernos alles Mögliche abliefern müssen. Wo ging es da denn hin? Ich glaube, zu Pernos müssen wir darüber. Oder darüber? Ich verlaufe mich hier ständig. Dieser Mine. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nach da. Laufen wir einfach mal locker durch. So, da nimmst du nochmal mit. Ach, ist ja geil. So geht das natürlich. So, jetzt schleichen wir uns am besten mal hier durch. Ohohoho. Hallo, und sieht keiner. Wir sind nämlich für noch ganze 40 Sekunden unsichtbar. Dann schleichen wir uns hier mal durch. Ich weiß gar nicht. Der hat sich auch schon geguckt. Hä? War da was? Wer ist denn da? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, da müssen wir rüber, glaube ich. Nee. Müssen wir echt darüber? Oh, oh, oh. Dukaki-Streiter, Tursingräber, Tursingesetzlose, also Tursingaufseher meine ich. Da gibt's, hier ist doch einiges los. So, wir sind noch 13 Sekunden unsichtbar. Schleichen wir uns hier mal durch. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, da wären wir falsch. Na egal, dann rennen wir halt erst zu Otz. Ja. So, jetzt sind wir wieder fit. Ja. Oh, 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 da ist aber gleich ordentlich was los. Was? So viele? Nee, 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 da habe ich jetzt keinen Bock drauf auf euch. Lasst mich mal schön in Ruhe. Können nicht während des Kampfes verwendet werden. Naja, wir sind ihnen ja eh entkommen erfolgreich. Dann gehen wir halt erst runter zu Otz. Und es lädt hier und dabei leckt das natürlich ein wenig rum, aber egal. Ich habe sowieso auf meinem Laptop, ich spiele alles auf dem Laptop und nehme das auf, weil mein anderer PC noch langsamer wäre vermutlich. Das ist noch so ein Alter mit XP drauf. Obwohl, so alt ist er auch nicht, 5 Jahre alt oder so. Auf jeden Fall ist hier die Framerate auch nie so hoch. Die ist im Moment, also standardmäßig ist er bei Ion immer bei 30. Bei Siedler bei 60, also es sind nicht unbedingt die besten. Aber naja, solange es läuft, denke ich, ist das ja in Ordnung. So, Otz. Kriegst du hier etwas von mir? Ja, keine übertriebenen Formlichkeiten. So, oh, wir haben sogar zwei Sachen. Ach so, die Gebetsperlen haben wir ja natürlich noch nicht. Erstmal illegale Holzeinschlag. Schon wieder da. Tja, gratulieren werde ich euch später. Wir haben da etwas entdeckt. Die Dukaki sind nicht... sind mehr als eine Bande organisierter Holzfäller. Sie versuchen, Odium zu raffinieren. Nicht zu fassen, dass wir das nicht früher bemerkt haben. Wir müssen Hauptmann Kalio informieren. Was ist denn, Elgrip? Ihr schaut ein bisschen verwirrt rein. Was ist denn Odium? Ich sollte doch eh schon Odium holen, ist doch egal. Ach, ich vergaß. Ihr habt euch ja den Kopf angestoßen. Odium ist ein Erz, das mit Äther angereichert ist. Dem Stoff, aus dem die Seraphim-Gebieter und unsere Deva ihre Kräfte beziehen. Kurz gesagt, ein ungeheuer mächtiges Element. Was noch schlimmer ist, wir haben herausgefunden, dass die Tursenkrall hinter den Aktivitäten der Dukaki stecken. Sollten sie in der Lage sein, Äther zu manipulieren, dann wäre ganz Poeta in Gefahr. Ey, Crip, ihr müsst so schnell ihr könnt in die Kabaramine gehen und die Tursenaufseher erledigen. Ich mach das schon. Ich komme auch gerade her. Tursenaufseher besiegen. Nein, jetzt gehen wir erstmal zu Dingsy. Zu, ne? Ihr wisst, wen ich meine. Pernos, genau. Jetzt habe ich's. Pernos. Erstmal ab zu Pernos. Was war das jetzt gerade? Wieso bin ich jetzt gerade zurückgebeamt worden? Was geht denn hier ab? Echt, kann ja wohl nicht wahr sein. Spielfehler. Fehlspurenstraße. Dann lauf mal, dann lauf mal. Oder ist es, oder das Internet ist wieder weg und in 10 Sekunden kriege ich die Meldung. Oh, leider wurde die, Moment mal, den hier muss ich auch was machen. Leider wurde die Internetverbindung unterbrochen und du konntest deshalb leider nicht weiterkommen. So, hier Pulsforschung, ne? Ja, Pilzherzen von den
furchtlos Fungi, soweit ich weiß. Ach, und wir müssen ja auch noch diese komischen Zangenkopf-Sparkler und sonst was für Viecher rumhauen. Ah ja, die furchtlos Fungi. Ach, das war schon. Pilzherz und klebriger Funk. Ich will diese komische Körperflüssigkeit dann. Und Mela. Und hier sind überall Glühwürmchen. Oh, wie schön. Na, da schreit irgendjemand. Hört mal auf zu brüllen da hinten. Echt. Geht ja wohl nicht. Oh, sammeln schon auf 36 Punkte. Mann, oh Mann, nicht schlecht. Ja. Dann sammeln wir weiter ein paar Äpfel. Können wir uns nachher schön einen Apfelkompott zusammen kochen. Da hätte ich Lust drauf. Ach, und das ist doch eine schöne, gemütliche Musik jetzt. Nicht so was Raues wie da in der Kameramine. So ein gemütliches Klavierstück hier. Oh, so was geht denn hier ab? Ringo, Pernos Freund. Paul, Pernos Freund. Pilzjunge John, Pernos Freund. Die sehen echt aus, diese Schwabbeldinger hier. Ich kenne die ja schon. So ein Pernos. Wir haben einiges zu tun. Ich grüße euch. Stufe 8 Fortschritt. Odium Neutralisierung. Was wollt ihr? Ich habe keine weisen Worte für euch, Speer. Nennt euer Begehr oder trollt euch. Nun, seht ihr? Ich sage so etwas nicht oft, aber ihr hattet recht, zu mir zu kommen. Sollten die Tursen herausfinden, wie man Äther manipuliert, dann kommt großes Leid auf den Wald und auf Poeta zu. Ich kann die Substanz einem vorläufigen Test unterziehen, wenn ihr sie mir übergebt. Ja, da, bitteschön, nimmer, ihr alter Mann. Ah ja, das habe ich doch schon einmal gesehen. Was hatte es da ich damals gleich zusammengebraut, um es zu neutralisieren? Zerstoßene Abexhörner, Mepilusfett. Ich kann eine Lösung herstellen, die das Gebräu im Kessel wirkungslos macht. Zum Glück habe ich die meisten Zutaten hier. Aber ihr müsst mir noch Pilzsporen von der hier lebenden Sporenwald-Fungi beschaffen. Ihr findet diese Geschöpfe an der Pilzsporenstraße. Nun los mit euch. Ich bin gleich zurück. Wisst ihr, was mir auch mal so aufgefallen ist? Oh, ist ein lustiges Symbol. Was mir auch mal so aufgefallen ist, wenn diese Questgegenstände wie zum Beispiel Ironfleisch und sowas, was wir damals ja bei diesen Flamingos gejagt haben, das kriegt man ja echt nur aus denen raus, wenn die Quest aktiv ist. Das heißt, die droppen das nur, wenn du es brauchst. Das ist eigentlich sehr praktisch. Ich finde das schade, dass man das nicht auch normal kriegt. Aber nein, was soll's. Gut, Pernos, wir haben noch was mit dir zu tun. Ich grüße euch. Ja. Stufe 7 aktiv. Pernos Gewand abliefern. Ah, ihr müsst L-Crip sein. Wie ich sehe, bringt ihr mir Moones Gewand. Na, dann lasst mich mal sehen. So, Praxhufs, Gasreißzahn oder Abexhuf? Was haben wir eigentlich dabei? Ich glaube, wir haben das nämlich gar nicht. Also, wir haben nämlich nur diesen Huf, ne? Ja, wir haben nur den Praxhuf. Wir haben kein Horn und auch sonst nichts. Oh, aber wir sind bald voll. Und hier kann man nirgends Sachen verkaufen. Das ist natürlich blöd. Da müssen wir sonst im Notfall was wegschmeißen. Das will ich aber nicht. Oder wir hauen uns ein paar Mana-Steine rein. Ich glaube, in den Dolch des Jägers können wir meinen reinmachen. TP plus 20 oder Parieren plus 12 oder... MP... Nee, MP brauchen wir auf keinen Fall. Parieren plus 12. Ja, komm. Ach nee, machen wir später. Erstmal hier reden. Hier mit dem Praxhuf. Ach du Schande. Moon hat vielleicht erwähnt, dass dieses Gewand mir dabei hilft, ätherische Muster in Lebewesen zu erfassen. So kann ich asmodische Spionen in unserer Heimat ausfindig machen und Menschen identifizieren, die das Potenzial haben, zum Daiwa aufzusteigen. Kurz gesagt, es ist ein raffiniertes, aber mächtiges Werkzeug. Äther ist eine göttliche Substanz. Manche ziehen sie an, andere spüren sie nicht. Daiwa sehen Formen und Muster, andere erkennen nichts. Dieses Gewand verstärkt die Sinne und gewährt gewöhnlichen Sterblichen einen Einblick in die Welt der Aufgestiegenen. Ziehe ich dieses Gewand über, eröffnet sich mir eine neue Welt. Da, silberne Bänder schweben über der Mondblumenblüte und bei dem Pfad dort drüben ziehen sich bronzefarbene Muster durch die nebligen Bäume. Oh, was ist denn das? Ihr strahlt ja wie niemand sonst. Neben eurer Aura verblasst selbst die Pracht eines Daiwa. Sagt, diese Verzierung hier, habt ihr die ausgesucht? Ja, das war eigentlich so das Einzige, was ich finden konnte. Ne, hab ich. Kein Wunder, dass ich verwirrt bin. Ihr habt also einen Praxhuf ausgesucht?
Er ist nicht nur ausgesprochen hässlich, er kann sogar den Ätherfluss stören. Ich nehme mir das Gewand lieber ohne Verzierung. Nun ja, ich sollte euch wohl für eure Mühe danken. Bitte richtet auch Munemann Dank aus. Ja, wir kriegen 3.900 Erfahrungspunkte und den blöden Braxhof wieder zurück. Toll. Super. So, jetzt erstmal unsere... Ach, hier haben wir auch noch Mana-Steine. Präzision plus 12. Oh. Dann nehmen wir Präzision plus 12 rein. Warte mal. Ich will erstmal Parieren plus 12 reinpacken. Ja, weil wenn man mit einem zweiten Mana-Stein loslegt... Tadam. Oh, was? Konnte nicht verankert werden. Siehste, das meine ich. Manchmal hat man nämlich verdammtes Pech. Ich will auch mal eine Ankerhilfe nehmen. Oh, egal. So, komm hier. Schaffst es doch jetzt mal zu verankern. Ja, so, und dann gleich den anderen hinterher. Und wenn es nicht geht, ja, dann, wenn es unerfolgreich ist, davon wollen wir mal gar nicht reden, dann sind beide weg. Aber das wird nicht passieren. Ja, Glück gehabt. Jetzt haben wir 2 Präzision plus 12 Mana Steine drin. Damit haben wir eine Präzision von 65 plus 24, also 89. Ist doch spitze. So, noch was war mit Pernos, ne?